Und jetzt kommen wir zum Otto Brenner Preis Spezial. Mit diesem Preis werden herausragende publizistische Leistungen in der Kategorie Meinung, Deutung, Kommentar ausgezeichnet. Er ist mit 10.000 Euro dotiert und in diesem Jahr geht er an die Wirtschaftsjournalistin Ulrike Herrmann von der TAZ. Ihre brillanten, kritischen Analysen zum Kapitalismus sorgen regelmäßig für spannende Debatten. Klarheit, Transparenz, Verständlichkeit. Mit diesen journalistischen Tugenden weckt Ulrike Herrmann Interesse an komplexen ökonomischen Zusammenhängen. Und sie räumt mit liebgewonnenen Mythen auf. Der Spezialpreis der Otto Brenner Stiftung für Ulrike Herrmann. Heribert Prantl, der jetzt eigentlich, der aus der Jury, in der Jury ist und jetzt eigentlich die Laudatio halten sollte, ist leider kurzfristig erkrankt. Dankenswerterweise übernimmt seinen Part jetzt Nadine Lindner, Korrespondentin im Hauptstadtstudio für den Deutschlandfunk. Viele von Ihnen haben sie heute Nachmittag schon als tolle Moderatorin auf der medienpolitischen Tagung erlebt und sie wird jetzt die Laudatio von Heribert Prantl verlesen. Die Laudatio für Ulrike Herrmann von Heribert Prantl. Ulrike Herrmann ist Hanseatin durch und durch. Das kann man hören, das kann man lesen, das kann man sehen und das kann man beobachten. Sie ist auf zupackende Weise cool und klar. Sie ist eine brillante Analytikerin, sie hat immer die Zahlen parat. Und deswegen ist sie die Frau für Krisen in den deutschen Rundfunk- und Fernsehstudios. Ulrike Herrmann ist die Frau, die Krisen zerlegen kann, die ein Carpaccio daraus machen kann. Finanz- und Schuldenkrise, Eurokrise, Griechenlandkrise, Brexit-Krise. Wenn Krisen irgendwas mit Geld zu tun haben und welche Krise hat das eigentlich nicht, dann ist Ulrike Herrmann als Studiogast immer ein guter und ein richtiger Griff. Sie kann nämlich etwas, was viele nicht können. Sie kann Wirtschaft so erklären, dass es Vergnügen macht, sich damit zu beschäftigen. Sie nimmt den Ökonomen auf höchst fachfrauliche Art die Ökonomie weg und macht daraus eine Sache, bei der man mitreden kann, auch wenn man selber nicht BWL oder VWL studiert hat. Sie demokratisiert also die Ökonomie. Die gelernte Bankkauffrau, studierte Wirtschaftshistorikerin und diskussionsgestellte TAZ-Redakteurin ist eine Wirtschaftsweise im besten und im eigentlichen Sinn. Sie ist eine begnadete Erklärerin der gegenwärtigen volkswirtschaftlichen Krisen, die immer zugleich auch politische Krisen sind. Aber sie erklärt nicht nur, sie kämpft auch. Als in den 90er Jahren eine wuchtige neoliberale Kampagne erst die Sprache und dann das Denken eroberte, hielt Ulrike Herrmann dagegen. Als die Propagandisten des Neoliberalismus aus dem sozialen Netz die soziale Hängematte machten, als nicht mehr von der Arbeitslosigkeit, sondern vom kollektiven Freizeitpark die Rede war, als die Verbetriebswirtschaftlichung des Gemeinwesens in den Wirtschaftsteilen der Zeitungen wie ein Dogma verkündet wurde, hielt Ulrike Herrmann dagegen. Als die Reichen sich arm rechneten, die Armen reich rechneten, da schrieb Ulrike Herrmann ihre Bücher über die Krise der heutigen Ökonomie. Da wurde sie zur eloquenten Verteidigerin des Sozialstaats. Da legte sie dar, was der wunderbare Satz "Eigentum verpflichtet" eigentlich bedeutet. Ulrike Herrmann ist eine kluge, pfiffige und auch originelle Verfechterin von Wirtschaftsdemokratie. Viele Jahre lang hat die deutsche Politik, das begann unter Kanzler Kohl und kulminierte unter Kanzler Schröder, Deutschland zum bloßen Standort kleingeredet. Die deutsche Leitkultur bestand in der Ökonomisierung aller Lebensbereiche sowie im Um- und im Abbau des Sozialstaats. Die Wertedebatte beschränkte sich darauf,
den Wert von niedrigen Steuern und sinkenden Lohnnebenkosten zu beschwören. Und während die Steuern sanken, kroch in den Schulen und in den Kindergärten der Schimmel die Wände hoch. Bildung wurde beinahe zum Fremdwort. Integration blieb ein Fremdwort und die dritte und die vierte Ausländergeneration in Deutschland fand ihre Heimat nicht hier, sondern in einem Niemandsland. Es gab in der Nachkriegsgeschichte kaum eine andere Frage, in der die veröffentlichte Meinung über einen so langen Zeitraum hinweg so eng, so undifferenziert und so festgefügt gewesen wäre wie hier. Zu Fragen der Verteidigungspolitik, der Außenpolitik, der Rechtspolitik oder der Politik der inneren Sicherheit war und ist die öffentliche Meinung weit gefächert. Die Meinungen zur Wirtschaftspolitik waren dies lange nicht. Sie waren wie ein monolithischer Block. Die große Ausnahme war stets Ulrike Herrmann. Als das große Mantra »Reform ist, was Arbeit schafft« hieß, Ulrike Herrmann hielt dagegen. Als das Recht auf ungestörte Investitionsausübung zum ungeschriebenen deutschen Supergrundrecht aufstieg, Ulrike Herrmann hielt dagegen. Als der Sozialstaat verspottet und beschimpft wurde, Ulrike Herrmann, sie hielt dagegen. Ulrike Herrmann ist die scharfsinnigste und die beharrlichste Verfechterin der Überzeugung, dass die Wirtschaft der Demokratie zu dienen hat, die ich kenne. Und sie ist eine brillante und scharfzüngige Entmythologisiererin. Kundig und pointiert entzaubert sie Wirtschaftsmärchen. Und das so verständlich und spannend, dass man dafür einen Krimi liegen lassen kann. Mit besonders kritischer Akribie hat sie sich Ludwig Erhard vorgenommen und ihn als talentierten Selbstdarsteller bezeichnet. Und das ist noch das Positivste ihrer Urteile über den Mann, der als Vater des deutschen Wirtschaftswunders gilt. Ulrike Herrmann weist in ihrem neuesten Buch nach, wie falsch dieses lobende Attribut ist. Sie entlarvt den Mythos Ludwig Erhard. Der heilige Vater der sozialen Marktwirtschaft hat, so schreibt sie, kein Problem damit gehabt, sich zur Förderung der eigenen Karriere eine Vergangenheit als Widerständler gegen den Nationalsozialismus zusammenzubasteln. Herrmann nennt Erhard daher einen Opportunisten und Lügner. Sie hat das Denkmal Ludwig Erhard gestürzt. Es war einmal, so beginnen Märchen. Das bundesdeutsche Märchen handelt davon, wie das zerstörte Deutschland nach dem Krieg angeblich ganz aus eigener Kraft und Kraft der Genialität des gemütlichen Mannes mit der Zigarre zu einem der reichsten Länder der Welt aufstieg. Ulrike Herrmann gießt Wasser in diesen Wein, an dem sich immer noch sehr viele berauschen. Es war einmal eine neue Währung, die von heute auf morgen Überfluss hervorzauberte, wo gerade noch nackte Not war. Es war einmal ein Mann, der eine einzigartige Wirtschaftsreform zu Wege brachte, die sich soziale Marktwirtschaft nannte und Wohlstand für alle brachte. Erhard ist gestorben, aber dieses Märchen lebt immer noch. Ulrike Herrmann legt in ihrem neuen Buch dar, wie es wirklich war. Ohne die USA und vor allem ohne Europa, so die Wirtschaftsjournalistin der Taz, wäre Deutschland niemals auf die Beine gekommen. Wie, das erzählt Herrmann in den 12 fesselnden Kapiteln ihrer Wirtschaftsgeschichte Deutschlands von 1945 bis heute. Für Ulrike Herrmann ist Ludwig Erhard ein erstaunlich einfältiger Ökonom. Allerdings scheine gerade seine ungeheure Mittelmäßigkeit viele Anhänger zu beruhigen. Sie wünschen sich eine Welt, die so übersichtlich ist wie Erhards schlichtes Denken. Mit seiner kärglichen Theorie wird es jedoch niemals gelingen, den Rohstoff- und Umweltverbrauch um mindestens die Hälfte zu senken. So schreibt Ulrike Herrmann. Man sieht, Liebesdienerei betreibt sie hier nicht. Sie ist kenntnisreich, sie ist furchtlos und sie ist mutig. Sie traut sich etwas. Deshalb verdient sie den Essay- und Leitartikelpreis. Deshalb verdient sie den Spezialpreis der Otto-Brenner-Stiftung. Herzlichen Glückwunsch, Ihr Heribert Prantl. Ja, genau.
so. Ja, Ulrike Herrmann, herzlichen Glückwunsch nochmal. Ich glaube, die Prantl-Botschaft ist auch in der Erscheinung von Nadine Lindler sehr gut angekommen gerade. Ja, vielen Dank. Ja. Sie haben in Ihren Büchern und Artikeln, haben Sie sich immer wieder mit dem System des Kapitalismus befasst. Wir alle leben, viele leiden auch im Kapitalismus. Woran krankt dieses System vor allem für Sie, wenn Sie das kurz skizzieren können? Ja, also erstmal würde ich ja gerne mit dem vielleicht Missverständnis ausräumen, dass ich eine Kapitalismuskritikerin sei. Das bin ich nicht, sondern aus meiner Sicht ist der Kapitalismus das faszinierendste Sozialsystem, das es jemals gegeben hat. Man muss ja klar sehen, dass der Kapitalismus das einzige Gesellschaftssystem ist, das jemals in der Weltgeschichte dynamisch war. Nicht? Es ist wirklich ein Wunder, wie der Kapitalismus funktioniert. Wir alle haben vom Kapitalismus extrem profitiert, einfach weil es ein System ist, das Wachstum produziert und damit Wohlstand erzeugt. Aber natürlich ist das auf der anderen Seite genau das Problem. Also da sage ich ja hier nichts Neues. Nicht? Man kann in einer endlichen Welt nicht unendlich wachsen. Und der Kapitalismus produziert Wachstum, aber dummerweise braucht er auch Wachstum, um stabil zu sein. Das hat Herr Hofmann ja in seiner Rede auch schon ein bisschen angedeutet. Und im Augenblick ist aber das Problem, dass wir in Deutschland so tun, als könnten wir drei Planeten verbrauchen, aber es gibt ja nur diese eine Erde. Das heißt, wir stehen vor elementaren Herausforderungen, weil was wir tun müssen, ist eben schrumpfen, aus meiner Sicht. Und einen schrumpfenden Kapitalismus hat aber noch nie jemals irgendjemand gesehen. Was ist die Alternative? Eine Gesellschaft, die ohne Wachstum auskommt. Wie sieht die aus? Ja, das ist eben tendenziell das Problem, weil das ist bisher, muss man in aller Härte sagen, nicht modelliert, weil der Kapitalismus ist nicht nur ein System, das Wohlstand erzeugt, sondern es ist gleichzeitig ein totales System. In dem Sinne, dass es kein Außen gibt. Alles im Kapitalismus wurde komplett transformiert. Also es geht nicht nur um die Wirtschaft, sondern wen wir heiraten, wie wir unsere Freizeit verbringen, wie wir Kinder aufziehen, alles ist vom Kapitalismus durchdrängt. Wir leben in einer völlig anderen Welt als unsere Vorfahren, die noch im Feudalismus waren, als der König geherrscht hat und alle auf dem Land lebten. So, und weil es kein Außen gibt, weil wir nur dieses System kennen, ist es eben auch sehr schwer, jetzt diese Transformation sich vorzustellen. Ich war lange auf der Suche, wie man sich das vielleicht, das Schrumpfen denken kann, ohne, das ist ja ganz wichtig, es zu einer schweren Wirtschaftskrise kommt, die dann Millionen von Arbeitslosen erzeugt. Weil was man ja nicht erreichen darf, ist, dass die Leute Angst kriegen und dann hinterher einen rechtsradikalen Diktator wählen. Dann wäre man nicht am Ende in irgendeiner ökologischen Kreislaufwirtschaft gelandet, sondern hätte nur die Demokratie abgeschafft. Ja, und die einzige Lösung, auf die ich bisher gestoßen bin, aber ich will jetzt nicht behaupten, dass das die Lösung ist, aber damit Sie mal, damit die Fantasie angeregt wird, damit man mal eine Analogie sieht, wie es möglich sein könnte, die Wirtschaft zu schrumpfen. Das Einzige, was ich bisher jemals entdeckt habe, was vielleicht möglich wäre, ist eben die britische Kriegswirtschaft ab 1940. Also es klingt jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen erstaunlich, dass ich ausgerechnet in den Zweiten Weltkrieg zurückkehre, aber man muss sich ja klar machen, wie die Lage damals war. Die Briten haben nicht vorhergesehen, dass Hitler wirklich den Zweiten Weltkrieg will. Lange Zeit hat man ja eine Appeasement-Politik betrieben, dachte irgendwie, man könnte den Weltkrieg vermeiden. Dann 1939 wird klar, nein, Hitler wird angreifen. Es war auch immer klar, dass Hitler England oder Großbritannien erobern muss, wenn er den Zweiten Weltkrieg gewinnen will. Das war strategisch zwingend. Das hat Hitler auch immer selber so gesehen. So, und dann mussten die Briten eben in kürzester Zeit umschwenken. Ich weiß nicht, soll ich das alles erzählen? Ja, ja, wir sind sehr gespannt, okay, auf die Alternative zum Kapitalismus. Das ist nämlich die ganz große Gefahr. Wenn ich erst mal anfange zu reden, dann verlasse ich das Podium so schnell nicht wieder. Aber okay. Dafür kriegen Sie auch heute einen Preis. Ja, gut. Naja, okay. Also jedenfalls, jeder wusste in England oder in Großbritannien, Hitler wird angreifen. So, und man hatte sich darauf aber nicht wirklich vorbereitet. Jetzt mussten also die Briten innerhalb von wenigen Monaten von einer Friedenswirtschaft in eine Kriegswirtschaft umsteigen. Und das bedeutete ja nichts anderes, als dass man die Friedenswirtschaft radikal schrumpfen musste, um die Kapazitäten freizuräumen, um die Schiffe, Flugzeuge und so weiter zu bauen. Und dabei sind eben zwei Dinge entstanden, die wichtig sind, glaube ich, auch für uns in der Zukunft. Das eine ist sensationell, fällt uns heute gar nicht mehr auf, wie sensationell das war.
die Briten haben das statistische Instrument entwickelt, mit dem man die Volkswirtschaft überhaupt berechnen konnte. Man musste ja wissen, was produziert man eigentlich, wie viel kann man davon dann auch einsparen, ohne dass die Leute hungern müssen. Und damals sind eben diese volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen entstanden, die die statistischen Bundesämter heute auch noch alle benutzen, um die Wirtschaft zu messen. Ein geniales Werkzeug, anders kann man das nicht sagen. Erfinder war übrigens, ist mir ganz wichtig, das zu sagen, Keynes. Nicht der wichtigste Ökonom aller Zeiten aus meiner Sicht. Nicht die Neoliberalen tun ja immer so, als hätte er keine Ahnung gehabt. Ganz falsch. So, und das andere ist, was eben passiert ist, Großbritannien ist bis zum Schluss eine Demokratie geblieben. Ganz wichtig, es war keine Diktatur. Man hat die Privatwirtschaft erhalten, also die Fabriken und die Läden und die Restaurants wurden nicht verstaatlicht, sondern blieben alle privat. Aber was der Staat gemacht hat, ist, er hat geplant, er hat vorgegeben, was die Fabriken erzeugen sollen und er hat die Verteilung übernommen von den knappen Konsumgütern und den Lebensmitteln. Kein Engländer hat gehungert, aber es wurde rationiert und es wurde verteilt und es wurde staatlich geplant. Und ich glaube, das wird unsere Zukunft sein, wenn wir in der Tat überleben wollen. Interessante These. Eine Frage wollte ich Ihnen noch stellen, wo wir uns hier bei der Otto-Brenner-Stiftung treffen. Sie haben auch die interessante These aufgestellt, dass ausgerechnet die Gewerkschaften den Kapitalismus gerettet haben. Inwiefern? Ja, das ist also leicht zu zeigen. Also ohne die Gewerkschaften nicht, wäre der Kapitalismus schon im 19. Jahrhundert zu Ende gegangen und wir wären nicht weitergekommen als bis zur Eisenbahn. Also versuchen Sie sich das mal vorzustellen. Denn ist ja klar, der Kapitalismus wird getrieben durch Investitionen, durch die Erforschung und Nutzung von immer neuer Technik. Und der Witz ist natürlich, dass man mit dieser Technik als Unternehmen immer mehr herstellen will und das auch verkaufen will und muss. Es lohnt sich ja nicht, Technik anzuschaffen und zu nutzen, um immer mehr Produkte herzustellen, wenn es nicht jemanden gibt, der das kaufen kann. Sprich, der Kapitalismus ist zwingend darauf angewiesen, dass die Reallöhne permanent steigen und zwar genauso schnell wie der technologische Fortschritt. Und die Reallöhne fallen ja aber, das wissen Sie alle, nicht vom Himmel, sondern man muss steigende Reallöhne politisch erkämpfen. Und das machen eben die Gewerkschaften. Und ohne die Gewerkschaften wäre der Kapitalismus ziemlich früh an sein Ende gekommen. Vielen herzlichen Dank, Ulrike Herrmann. Nochmal herzlichen Glückwunsch.